Moin Leute, heute dreht sich alles um die neue und dritte Staffel von Cobra Kai. Natürlich wird es hier wieder nötige Spoiler geben, ich werde hier nämlich das Ende aufschlüsseln und euch erklären, wie es weitergeht. Viel Spaß bei einer neuen Folge Nerdschule! In Staffel 3 versucht Johnny die Trümmerhaufen nach der zweiten Staffel zu beseitigen. Dazu gehört auch sein Schützling Miguel, den er wieder zum Laufen bewegen kann. Sein Rivale Daniel LaRusso muss wieder seinen guten Ruf reinwaschen, der nach dem Schulkampf zwischen Cobra Kai und Miyagi-Do Karate leidet. Wäre da nicht noch John Kreese als Widersacher, der den beiden die Hölle heiß macht. Nun steht es fest, es gibt im Valley drei Dojos, Cobra Kai, Miyagi-Do Karate und das sogenannte Eagle Fang Karate. Wir sehen sogar einen Zusammenschluss zwischen Daniel und Johnny, wie auch seinen Schülern gegen Cobra Kai. Nach den ganzen Konflikten zwischen den Parteien stand sogar das All-Valley-Karate-Turnier auf der Kippe, was zum Glück stattfindet. Trotzdem kommt es am Schluss zu einem krassen Showdown zwischen den Cobra Kai und den Verbündeten. Der Charakter Hawk sieht ein, was aus ihm geworden ist und wechselt wieder auf die gute Seite. Die Verbündeten können stärker zurückschlagen, aber als Johnny, Miguel und Daniel Samantha verletzt sehen, gehen sie beide zu John Kreese, um ihn in den Arsch zu treten. Dabei gibt es noch keinen Gewinner, aber eine Wette. Wer das All-Valley-Karate-Turnier gewinnt, darf sein Dojo weiter betreiben. Leider verlieren Johnny und Daniel durch ihr Handeln Robbie an Kreese. Kommt euch die Wette auch bekannt vor? So war es damals auch schon in Karate Kid, als Miyagi-Do Karate gegen Cobra Kai angetreten ist. Den Gewinner kennt ihr und dieses Mal bekommt Daniel sogar Hilfe von Johnny. In einem grandiosen Zusammenschluss der Dojos und mit Hilfe der untermalten Musik von Phil Collins in The Air Tonight zeichnet sich Großartiges ab. Wahrscheinlich wird es zum Karate-Endkampf zwischen Miguel und Robbie kommen. Und vermutlich wird Miguel seine Revanche annehmen, stärker als jemals zuvor zurückkommen, kämpfen und ihn einfach besiegen. Wir sehen durch verschiedene Flashbacks, wie Kreese bei der Gefangenschaft durch die Vietnamesen seinen ehemaligen Captain umbringt. Durch diese Tat rettet er seinen Kameraden, der Folgendes anbietet. Weil du meinen Arsch gerettet hast, werde ich mein ganzes Leben für dich da sein und alles geben, was du brauchst. Deshalb ist es kein geringerer als der Antagonist Terry Silver aus Karate Kid Teil 3, der stinkreiche CEO von Dynatox Industries, eigentlich sogar der Mitinhaber am Cobra Kai Dojo. Vermutlich, denke ich mal, wird er wieder mit seinem Geld einen der stärksten Karatekämpfer anheuern. Es war damals halt Mike Barnes gewesen. Und das Dojo noch weiter aufrüsten, wie er das schon im dritten Teil tat. Und Kreese zur Seite helfen, unterstützen wird und den Schülern seine Karate-Erfahrung beibringen wird. Terry hat zudem auch noch eine Rechnung mit Daniel LaRusso offen. Dennoch denke ich mal, dass Robbie Keane auf jeden Fall noch hier stärker in den Fokus treten wird. Da kann auch der Terry Silver kommen, das ist meine Vermutung. Werden wir Mike Barnes wiedersehen? Nach der Niederlage gegen Daniel zog sich Mike wohl zurück, denke ich mal. Ob er in der vierten Staffel auftreten wird, ich denke mal, das wird nicht passieren. Vielleicht heben sich die Autoren dieses Jahr für die fünfte Staffel auf. Oder der Sohn wird vielleicht in der vierten Staffel antreten durch Terry Silver. Aber das wäre jetzt eine riesenreine große Spekulation. Johnny wollte sein neues Dojo einen coolen Namen verpassen. Da wurde Eagle Fang Karate geboren. Eine Anlehnung an den alten Martial Arts Streifen Die Schlange im Schatten des Adlers mit Jackie Chan. Vielleicht sehen wir sogar in der vierten Staffel eine Adler-Klauen-Technik. Könnte Sinn machen, weil kein geringerer als Jackie Chan im Remake Meister Miyagi verkörperte. Wichtig ist in Cobra Kai die Message gegen Mobbing. Karate ist zur Selbstverteidigung und Selbstvertrauen da, wie es auch Miguel und Samantha in einer Szene erklärten. Mobbing ist in unserer Gesellschaft einfach durch halbstarke Aktionen oder Social Media vertreten. Darauf weist diese Serie hin und möchte da ein starkes Zeichen setzen. Das Wichtigste ist natürlich, wann startet die vierte Staffel. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt, wurde noch nicht bekannt gegeben durch Netflix oder den Produzenten William Zabka oder Ralph Macchio. Das Skript zur vierten Staffel wurde aber schon mal beendet und man könnte mit der Produktion loslegen. Vermutlich wird die neue Staffel Ende 2021 oder Anfang 2022 erscheinen. Nach dem Erfolg weltweit schließt sich keine fünfte oder sechste Staffel aus. Ob wir noch andere Charaktere sehen werden,
Das würde ich mal sagen, werde ich in einem anderen Video besprechen. Auch wie es weitergeht in der 5. oder 6. Staffel. Im Ganzen ist Cobra Kai eine gute Karate-Serie, die auf die alten Karate Kid-Filme basiert. In der 3. Staffel beweisen Ralph Macchio und William Zabka, dass diese Serie ein voller Erfolg weltweit ist. Mit coolen Sprüchen, tollen Karate-Kämpfen und 80er-Vibes kann sie punkten. Dieses Mal spielt aber auch ein wenig verpeilter, schräger Humor eine Rolle. Wenn auch das Foreshadowing hoch ist, sehen wir als Zuschauer nostalgische und Gänsehautmomente. Ich sage nur Okinawa. Ihr merkt schon, es hat mir wirklich gefallen, die Serie hatte magische Momente gehabt. Es verspricht für mich eigentlich wieder davon, dass es eine mit der besten Serien 2021 werden wird. Das war auch schon 2020 so gewesen. Und ja, Leute, es war eine grandiose Serie, die ich mir gerne angeschaut habe. Ich habe die wirklich in 2 Tagen durchgesuchtet. Daher gibt es von mir starke 8,5 von 10. Habt ihr die Serie auch gesehen? Wie findet ihr diese? Ab in die Kommentare. Und ich würde sagen, Leute, folgt mir für weiteren nerdigen Content. Und bis dann und ciao und bam.